Und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Run hier in Project Zomboid. So, ich habe hier ein bisschen Micromanagement betrieben, das habe ich euch erspart. Hier liegt noch ein bisschen Zeug auf dem Boden. Gleich kommt auf dem Kanal Life and Living die Tischlerei-Folge. Würde ich gerne mitnehmen wollen. Nice, da ist das Level up. Damit hätten wir jetzt Tischlerei auf Stufe 3. Das ist auch gut. So, ich würde gerne die Gegend noch weiter clearen wollen. Ich möchte mal gerne wissen, wo unsere Begleitung hin ist. Was meine ich nämlich? Wir sind hier noch lange nicht... Oh Gott, lad mal bitte nach. Wir sind hier noch lange nicht aus der Gefahrenzone raus. Also es verirren sich, wie gesagt, immer wieder Zombies in unsere Richtung. Und ja, die müssen wir irgendwie loswerden. Wo ist denn deine Brechstange hin? Beidhändig ausrüsten. Jetzt mit der Schrotflinte hier losballer. Das triggert dann immer umso mehr Zombies. Leute, wisst ihr was? Scheiß drauf. Dann locken wir sie eben an. Wir haben reichlich Munition. Also von daher... Und außerdem müssen wir auch schießen lernen. Naja, mich schon längst geblickt. Deswegen habe ich unserem Charakter die Schrotflinte gegeben. Sauberer Schuss, muss ich sagen. So, durchladen. Schauen wir doch mal, was wir noch so tun können. Hier hinten ist ja noch ein... Hier hinten ist ein Trailerpark. Ja, 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 das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht, Leute. Aber, was kriegen wir hin? Ich sehe mal zu, der soll mir mal folgen. Ja, 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 ja. Ja, komm mal ruhig mit. Gucken wir mal, ob wir noch ein paar Freunde von dir mit einsacken können. Naja, er ist panisch. Da kommen noch welche. Umso besser. Einen ganzen Sack voller Zombies hier haben. Können wir ruhig machen. Ja, 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 ja. Och, wir gehen jetzt hier mal schön die Gegend ab. Ich weiß, in den Häusern sind selber noch Zombies drin. Die werden irgendwann durchbrechen. Aber erstmal das klären, was hier in der Nähe ist. Mal einmal rufen. Komm, kommt mal einmal mit. Kommt mal ruhig mit. Das Spiel, das kennen wir ja schon mittlerweile. Ja, 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 ja. Die Musik ist dezent am Durchdrehen. Denn auch, wie gesagt, das mag jetzt hier alles noch recht überschaubar aussehen, aber, wie gesagt, aber, jeder Tag, der hier verstreicht, werden die Zombies immer mehr, immer mehr, immer mehr. Natürlich, wir haben jetzt natürlich keine Beta-Blocker. Ich bin auch mal wieder eine Blitzbirne. Statt die Gegend erstmal abzusuchen nach Beta-Blockern, dass unser Charakter ein bisschen ruhiger wird. Oh Gott, die steht auf, die ist noch gar nicht tot. Ja, ja, beruhig dich, Junge. Sauber. Sauber. Nice. Oh. Lad mal bitte nach. Ja, 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 ja. Kriegen wir hin. Schrotflinte regelt's. Sauber. 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 Das meine ich, Leute. Die Schrotflinte ist perfekt am Anfang. Die Pistole auch. Die M9 müsste das sein. Genau, die M9. Die ist auch nicht verkehrt. Allerdings gefällt mir die Schrotflinte bedeutend besser. Außerdem auch persönlich. Ich liebe Schrotflinten, Leute.
Kommt die mal bitte hierher? So, Maureen, du kannst kämpfen. Und dann geben wir dir mal Order, dass du hier ein bisschen... nach der Aktion jetzt hier, dass du das Haus mal ein bisschen verbarrikadierst. Jetzt ist sie ja nun mal unten. Nehmen. Nice, sauber. So, mal sehen, wie hat sich unser NPC geschlagen. Da kommt noch einer. Nice. Oh, sie steht da in der Gegend rum. Wo sind hier noch welche? Ich glaube, da kommt... Ja. Da dachte ich mir, kümmere dich mal bitte drum, Mädel. Noch einer. Pass auf. Du... Nee, medizinisch untersuchen wollen wir dich nicht. Das grunzt hier noch. Also sind wir noch lange nicht. Doch, sie kämpft. Sie kümmert sich drum, das ist gut. Da kommt die nächste. So, haben wir jetzt Ruhe. Bitte, danke. Nee, haben wir noch nicht. Sauber. Sauber. Da kommt wieder einer. Ja, nice. Sie regelt's. Das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt alles das richtige Volt hier. Also sie kriegt gleich, wenn wir erstmal, wenn wir eine ruhige Minute finden, erstmal ein paar Aufgaben. Ach, Alter, es reißt aber auch nicht ab. Die scheiß Nachzüge, sind da Zwillinge? Zwillinge. Ja, ich hab Schiss, dass ich sie mit der Schrotflinte, dass ich sie eventuell verletzen könnte. Also soll sie mal erstmal die Arbeit da machen? So, kommt hier noch was jetzt? Können wir uns jetzt alle mal für einen Moment beruhigen? Bitte, danke. Gut, so, jetzt aber. Maureen, call over. So, jetzt rufen wir sie ran. Und wir geben dir die Aufgabe, give order, barricade. Ja, dann sieh zu. Mach. Oder müssen wir sie ranholen hier? Irgendwas, ich finde, der ist ein bisschen verbuggt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Bisschen ist der verbuggt. So, ja. So, dann... Da kommt doch was. Mal, follow. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe es gehört. Diese Nachzügler, ey. Gut, sie folgt uns jetzt. Vielleicht müssen wir in der Nähe von dem Haus sein. Na, Mädel, komm schon mit. Soll die untere Reihe komplett verbarrikadieren. Oh, call over. So. Barricade. Aha. Oder hat sie das hier schon verbarrikadiert? Nee. Komm mal bitte hier rein. So. Dann machst du das hier drinne. Barricade. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's, Leute. Nice. Hat's auf jeden Fall zu tun. So, und wir gehen weiter auf die Pirsch.
und schießen noch ein paar Zombies hier in der Gegend. Alter, der Boden, der ist gespickt mit Zombies, ey. Aber wir wissen, das geht auf jeden Fall noch heftiger. So, was war jetzt hier noch drin? Nächste Frage. Leer, der Wagen ist leer, gut. Das ist nämlich jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Also von daher... Passt mal auf, Leute. Wir machen uns den Laden hier klar. Gucken, ob alles gut ist. Zu. Ja, sieht gut aus. Hoffen wir mal, dass wir hier Bourbon finden. Kein Bourbon hier drin. Bierdosen, Flaschen. Da ist Bourbon. Ich habe nämlich schon wieder das dringende Bedürfnis, irgendwas abzufackeln. Rotwein. Mhm. Zigaretten haben wir hier noch. Okay. Sie ist anscheinend fertig. Gut, dann pass auf. Dann habe ich für dich die nächste Aufgabe. Wir brauchen Holz. Wir brauchen dringend Holz. Und warum sollen wir uns die Hände schmutzig machen? Sie hat ja eine Axt. Give order. Und du fällst jetzt mal ein paar Bäume. So, und sie macht sich ran und legt auch munter los. Nice. So, des Weiteren würde ich gern die Gegend erkunden mit euch. So. Was kommt, spring an. Sie ist jetzt erstmal eine ganze Weile beschäftigt. Und wir durchleuchten einfach mal hier so die Gegend. Was ist hier noch? Was kommt hier noch? Und wie gesagt, ich kenne mich schon aus auf der Map, ja. Aber es ist wirklich unmöglich zu sagen, ich habe jetzt wirklich 100% Ahnung. Oh, Leute, hier ist eine Kirche. Hier haben wir eine Kirche, Leute. Ihr wisst, was das heißt, oder? Eine Kirche. Was kommt hier noch? Ich glaube, ich werde noch mal nach Hause fahren, Leute. Es gibt Arbeit. Ja. Wir haben zwei Flaschen mit Bourbon. Und ich habe ja gesagt, ich möchte die Gegend... Naja, was heißt Zombie frei, aber ich... Alter Mädel! Hier hätten wir auch eine Möglichkeit zu fischen, Leute. Deswegen sage ich, das lebt sich hier gar nicht mal so schlecht. Wir haben Zombies direkt vor der Haustür. Werden wir uns noch ein paar Stofffetzen herstellen. Und dann geht los, Leute. So. Feuerzeuge haben wir bei. Umso besser. Kleidung zerreißen. Gucken, dass sich von hinten nichts nähert. Hier haben wir auch nochmal ein Feuerzeug. Wartet mal. Alter, das Game ist dezent am Durchdrehen. Holzfällerhemden, grün. Alles zerreißen. Können uns ja hier
locker dran bedienen. An den Leichen. So. Dann gehst du bitte jetzt hier rein. Ich hoffe nur, der NPC ist nicht so dumm und lockt die ganzen Zombies hier in unsere Richtung. Ha, da ist schon einer. Scheiße, Mann. Pass auf. Bourbon. Molotow-Cocktail herstellen. Nice. So, dann rauch bitte eine. Okay. So, dann rüste dich mit dem Molly. Rüste dich primär aus. Wir wissen ja alle, was ein Molly anrichten kann. Ich treibe die jetzt erstmal alle schön zusammen. Genau das ist das, was wir jetzt machen. Alter, natürlich. Die ja, komm. Ja, komm mal bitte mit. Könnt ruhig mal mitkommen. Könnt mitmischen. Ja, ja. Schön weg von unserer Base. Einmal bitte folgen. So, hier haben wir die Kirche. Direkt bei uns vor der Haustür. Wo sind die ganzen Zombies? Ach, da. Naja. Das ist nämlich jetzt das Ding. Ja, ja, ja. Doch, den Spot, den sichern wir uns. Da können wir fischen, Leute. Ich mach mal einmal die Sirene an. Sind schön viele Zombies triggern. Alles, was hier in der Gegend ist. Wenn es geht. Ja, 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 ja. Möchte mir gerne wissen, wo unser NPC ist. Oder ob die schon draufgegangen ist. Ich meine, wenn sie uns draufgegangen ist, ich meine, das war ein ziemlich dummer NPC, muss ich sagen. Also, ich habe schon bedeutend bessere gehabt. Ich sag nur Fiona. Schade, dass sie draufgegangen ist. Ja. Aber selbst da habt ihr ja auch gesehen, dieses NPC, diese NPC-Geschichte hier, die ist noch nicht ganz ausgereift. Also, da gibt es wirklich noch eine ganze Menge zu tun. Ja, ja, ja. Treiben wir sie schön zusammen. Alles, was hier in der Gegend ist, schön pullen. Und dann lass brennen. Lasse brennen. Schießen ist das eine. Der hat ein America-T-Shirt an da. Okay. Ja, 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 ja. Zumal wir sparen Munition, Leute. Bin auch schon am Überlegen. Wir sind hier in der Nähe von einer Mall. Von einer Crossroad Mall. Da könnten wir ja auch mal bei Gelegenheit einen Abstecher hinwagen. Ich glaube, das mache ich sogar in der nächsten Folge. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die gesamte Mall abfackelt. Kann ich mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, kommt mal alle. Kommt mal bitte mit. Boah, da in der Kirche auch. Bulle. So, pass auf, Mädel. Ich mache jetzt die Sirene. Aus. Noch so ein, zwei Mal. Dann stellen wir unser Auto ab. So, pass auf. Rüste dich sekundär mit deinem Feuerzeug aus. Sekundär ausrüsten. Okay.
Oh, Leute, das brennt gleich. Das wird gleich richtig brennen. Naja, kommt mal bitte mit. Die sind durchgebrochen. Jo. Ich glaube, das war der Pfarrer. So, dann stelle ich die Karre hier ab. Aus, bitte. So, und wir laufen ein Stück. Und alle, hopp. Und es brennt. Ja. Locken die jetzt schön in Richtung Kirche. Fackeln hier einfach alles ab, Leute. Wir fackeln alles ab. Rufen auch nochmal. Das ist auch wirklich der letzte Zombie. Hier reinrennt. Oh, Leute. Die Bude ist sowas von am Brennen. Ja. Hier brennt alles. Nice. Nice, Leute. Geil. Die ganze Bude ist am Brennen. Geil. So muss das aussehen. So muss es aussehen, Leute. Ja, die kommen jetzt alle von da hinten. Mal aufpassen, dass wir jetzt hier nicht noch mit abbrennen. Oh, die zerplatzen jetzt alle. Geil, 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 Leute. Was die hier schon wieder veranstaltet haben, ey. Oh, krass. Ich liebe es, ey. Ich liebe es. Ah, herrlich. Ja. Mal sehen, krieg ein schönes Thumbnail hin. Muss sein. Ja auch. Alter, die ganze Bude, die ganze Hütte. Doch, wir haben ganze Arbeit geleistet. Die ganze scheiß Kirche haben wir mal eben so niedergebrannt. Naja. Das Nachbarhaus fängt auch Feuer. Oh Leute, da ist alles am Brennen. So gehört sich das. Was kommt hier nach? Hier ist ein Schulgebäude, ne? Ja. Geil. So muss das sein. Da sind noch Zombies drin. Mal sehen, wie lange. Doch, wir haben ganze Arbeit geleistet. Vereinzelt sind jetzt hier noch ein paar, okay. Damit können wir echt leben. So, pass auf. Steig mal in die Karre. Nice. So. Gut. Ich würde sagen, wir fahren nach Hause. Wie sieht's hier aus? Das sieht doch schon um einiges friedlicher aus, Leute. Und wir haben echt einen Spot, wo wir fischen können. Ja. Doch, wir haben ganze Arbeit geleistet. Ich werde jetzt den Liquid Store, den werde ich noch mal unter die Lupe nehmen. Gucken, ob wir da noch ein bisschen Bourbon rausziehen können. Dann stellen wir uns weitere Mollys her und dann würde ich sagen,
Machen wir doch mal einen kleinen, aber feinen Abstecher zur Mall. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da die ganze Mall, dass die abfackeln kann. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, aber wie heißt es immer so schön? Versuch macht klug. Ja. Gut, Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sauber und vor allem, Leute, bleibt am Leben. Wir sehen uns. Ciao, ciao.